Wenn du die Bewegung des rechten Armes als Rechtshänder bzw. des rechten Ellbogens innerhalb deines Golfschwunges mal so wirklich gemeistert hast, dann bist du einen Riesenschritt weiter auf dem Weg zu konstanteren, geraderen, aber vor allem auch längeren Schlägen. Und das ist deswegen so, weil der Zusammenhang zwischen sehr guten, konstanten Schlägen und der Nutzung des rechten Armes sehr groß ist. Und wie das auch für dich möglich ist, mit Hilfe welcher Übung, das zeige ich dir in diesem Video. Und es ist viel, viel einfacher, das zu erreichen, den rechten Arm, den rechten Ellbogen gut zu nutzen, als vor allem die vielleicht glauben, die schon über Monate oder Jahre versuchen, den rechten Arm, den rechten Ellbogen sinnvoller zu nutzen, als sie es aktuell tun. Und wir betrachten jetzt während des Golfschwunges nicht jede einzelne Position, sondern wir reduzieren das mal auf eine Schlüsselposition, die doch relativ klar sehr gute Spieler von denen, die es hoffentlich bald sind, unterscheidet. Und das ist die Position, wenn der Schlägerschaft im Absprung parallel zum Boden ist. Dann ist es so, dass man bei sehr guten Spielern sieht, dass der rechte Arm und der rechte Ellbogen dementsprechend genauso schon vor dem Körper platziert ist. Genauso ist es mit den Händen und dem Griffende. Die linke Hand, meine linke Hand ist jetzt bereits vor dem rechten Oberschenkel, wohingegen man bei nicht so guten Spielern häufig eine solche Position sieht, wo hier zwischen Oberschenkel und Griffende doch deutlich Platz ist, genauso wie zwischen Ellbogen und meiner rechten Körperseite. Und wie du jetzt garantiert, und das ist das Entscheidende, mit welcher Übung du garantiert, wenn du eher auf dieser Seite unterwegs bist, nach hier kommst, das zeige ich dir gleich. Vorher schauen wir uns aber erstmal an, damit du das auch nachvollziehen kannst, warum ist denn diese Position so viel besser als diese? Wo sind die konkreten Vorteile? Und dann kannst du nämlich entsprechend prüfen, bei welchen Aspekten du dich da wiederfindest. Wir konzentrieren uns dabei mal auf die drei wesentlichen Vorteile, die diese sehr gute Position hier mit sich bringt, wo der Arm entsprechend schon leicht vor meiner rechten Körperseite platziert ist, im Verhältnis zu dieser ungünstigen Position, wo hier viel mehr Platz ist. Und der erste Hauptvorteil besteht darin, dass diese Position, wenn wir diese mal übertragen auf diese Absprungposition, jetzt eine sinnvolle Schaftschräge hier mit sich bringt, was dazu führt, dass der Schläger auf relativ einfache Art und Weise aus einer guten, sinnvollen Richtung an den Ball kommen kann. Wohingegen es so ist, wenn ich jetzt in dieser Position bin und übertrage diese mal, dann sehen wir, dass der Schlägerschaft jetzt steil ist, was einer Schwungrichtung in der Regel entspricht, die nach links geht, also einer Schwungbahn von außen, welche wiederum häufig Slices oder schlechte Ballkontakte mit sich bringt. Und das wollen wir nicht. Genauso wenig wollen wir eine gelöffelte Position. Und den zweiten Vorteil bzw. Nachteil dieser Position, wenn meine Hände jetzt hier noch sehr weit vom Ball entfernt sind, dann geht das dazu über, dass wir in einer gelöffelten Treffmann-Position sind. Das bringt schwache Ballflüge und auch schlechte Ballkontakte in der Regel, wohingegen diese Position es jetzt viel einfacher werden lässt, die Hände vor dem Ball zu bekommen und dementsprechend sattere Ball-Bodenkontakte zu produzieren. Der dritte Vorteil besteht darin, dass die gute Position eine wesentlich höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit zulässt im Verhältnis zu der nicht so günstigen Position. Du kannst es ja so vorstellen, wenn du es auf einen Wurf überträgst. Wenn mein Arm jetzt in dieser Position ist, kurz bevor ich einen Ball werfe, was dieser Position entspricht, dann kann ich den Ball verhältnismäßig weit werfen, weil ich noch Energie übrig habe. Ja, ich habe sie noch geladen und kann sie jetzt freigeben. Wenn mein Arm aber schon in einer solchen Position ist, ich habe den Ball jetzt noch in der Hand, dann wird nicht mehr viel möglich sein. Dementsprechend ist es auch so, wenn ich in dieser Position schon angelangt bin, als leichte Übertreibung, hier sind die wenigsten, dann werde ich im Verhältnis zu dieser Position oder dieser Position wesentlich weniger Schlägerkopfgeschwindigkeit produzieren.
Die Frage, die sich also stellt, ist ganz klar, wie komme ich also jetzt von hier nach da? Wie schaffe ich das? Und das Gute ist, mit der Übung, die ich dir zeige, schaffst du das sogar garantiert. Weil der Trick besteht jetzt darin, dass die Aufgabe, die wir uns jetzt stellen, nur mit dieser Position hier lösbar ist und mit dieser Position nicht lösbar ist. Darin besteht der Trick, sich eine Aufgabe zu schaffen, die nur über die sinnvolle Position lösbar ist. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich positioniere mich jetzt nicht normal gerade am Ball, sondern habe weiterhin zwar die Idee, den Ball gerade schlagen zu wollen, positioniere mich jetzt aber mal, um ein Gefühl dafür aufzubauen, mich zu zwingen, in diese Position zu kommen, circa 45 bis 60 Grad schräg. Bedeutet also, ich stehe jetzt so am Ball. Und um jetzt den Ball gerade schlagen zu können, muss ich meinen rechten Arm mehr auf diese Art und Weise benutzen, um jetzt dem Ball die Chance zu geben, entlang der Ziellinie zu fliegen. Wenn ich jetzt irgendwas in diese Richtung mache, dann werde ich meine Schwungrichtung nach links bringen, meine Schlagfläche zu früh schließen und dementsprechend eher entlang meiner Fußlinie schlagen, was die Aufgabe nicht erfüllt, nämlich den Ball ins Ziel zu schlagen. Folglich muss ich ein Gefühl entwickeln, wie ich meinen rechten Arm jetzt nutze, um den Ball entlang der Ziellinie zu spielen. Und je besser ich darin werde, das hier zu können, desto weniger schräg muss ich mich platzieren. Da kann ich das auf die Hälfte reduzieren und irgendwann dann nach ein paar Mal Übung dann in eine gerade Position und muss jetzt dieses Gefühl, was ich jetzt hier mir erarbeitet habe, dieses Gefühl, nur übertragen in eine Bewegung, bei der ich jetzt ganz normal wie gewöhnlich am Ball stehe. Ich demonstriere dir das einmal, damit du dir vorstellen kannst, in welcher Geschwindigkeit es Sinn macht, das zunächst zu üben und wie das dann entsprechend aussieht. Ich muss also jetzt lernen, im Verhältnis zu meiner Fußlinie meine Schwungrichtung nach rechts zu verkanten, was nur dann geht, wenn ich jetzt meine Arme entsprechend dieser Position hier benutze. Relativ gerader Ball, obwohl ich mit meiner Ausrichtung der Füße jetzt ca. 60 Grad nach links gestanden habe. Das heißt, ich musste diese Position jetzt besonders stark hier anwenden und durch die Treffphase hindurch sogar tragen, was ja eigentlich zu lange wäre. Aber Ziel des Ganzen ist es ja, den Unterschied zu spüren zwischen dieser Position, dieser Art und Weise, den Ball zu schlagen und einer sinnvollen Position, wo ich jetzt später die Energie hier übertrage, über den Ellbogen, in die Hände, in den Schläger. Und wenn mir das immer besser gelingt, dann kann ich jetzt eine normale Haltung hier annehmen, mich in dasselbe Gefühl hier reinarbeiten. Das Ziel dieser Übung besteht dann nur darin, mich zu zwingen, das machen zu müssen und dabei das Gefühl zu erarbeiten. Wie muss es sich anfühlen, dass meine rechte Seite, mein rechter Arm sinnvoll arbeitet? Jetzt platziere ich mich gerade am Ball und demonstriere das entsprechend ähnlich und konnte den Ball auch genauso wie eben einigermaßen für meine Verhältnisse sogar sehr gerade schlagen. Und ja, über diese Übung wirst du dich deutlich steigern können, deutlich verbessern können in Bezug auf die Nutzung des rechten Armes. Abschließend habe ich noch ein Angebot für dich, und zwar kannst du dich unter diesem Video für ein kostenloses Analysegespräch mit uns eintragen, wo wir mal individuell sprechen werden, um einen für dich angepassten Schritt-für-Schritt-Plan für deine Technik, für die Entwicklung deiner Technik zu entwickeln. Und da haben sich in den letzten gut 6 Monaten über 1000 Leute bereits eingetragen. Und ja, danke zunächst für das Vertrauen der Leute, die das bislang getan haben. Wir freuen uns auf viele weitere Eintragungen und hoffe, dich persönlich vielleicht auch bald mal zu sprechen. Bis dann.